herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Was geht? Es ist wieder für euch euer Lächeln. Wir sind zurück in einer anderen Folge von The Pre-Sequel. Mit dem lieben Schlägermusi, dem Opfer Monsuno und dem... Oh Mann, dieser Action-Skill. Und dem Kichererbse, a.k.a. Zero Star. Also nur noch Zero Star. Du heißt jetzt nirgendwo mehr Kichererbse, gell? Nee. Okay, nur noch Zero Star. Alles klar. Erbse? Ja, den Namen hat er weg. Wir müssen jetzt nochmal schnell nach den VBA-Mitgliedern schauen. Wir haben hier noch zwischen der Aufnahme noch ein bisschen am Grinder rumgefummelt, ein kleines bisschen. Da haben wir so die ein oder andere kleine süße Waffe bekommen, wie die hier zum Beispiel. Das ist eine schöne Vladov-Snipe, die wurde noch auf Mondscheinbasis noch extra was macht. Und zwar stellt die noch ein bisschen O2 her, also hier Sauerstoff. Heißt, wenn man mal in Bedrängnis ist und mit der dann irgendwas trifft, dann ist das gut. Der Zero Star hat hier vorne harte Action mit seinem Stingray, Alter. Und wenn wir so uns die Stelle gerade ein bisschen begutachten, das ist die Stelle, da war es lange Zeit, war es gut und dann da haben wir dann das Ableben gefunden tatsächlich. Ah ja, apropos Ableben, also in der letzten Folge ist ja leider der Musi verstorben. Durch ein nicht springendes Stingrays. Das ist scheiße, das ist RNG, das ist Pech, das ist für den Arsch, das wissen wir. Monsuno ist ja eigentlich die ganze Aufnahmesession schon tot. Und jo, dann sind es jetzt eigentlich so noch der Zero und ich und wir versuchen alles Mögliche, damit die Jungs einen stressfreien Aufnahmetag haben. Badass-Gaff! Nein! Alter, ohne Spaß, irgendwann kommt das soweit. Lol, okay, ich treffe hier nichts auf der Range, ich treffe gar nichts. Mal ganz schnell hier ein Sek. Monsuno, ich höre hier viel zu wenig von dir. Was ist denn da los? Monsuno! Ich bin gerade eher beim Zuschauen. Und müde. Weil ich ja tot bin. Ja? Ja, wie kannst du zuschauen, wenn du tot bist? Hä? 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 Wie geht das? Noch nie von Geistern gehört? Beobachte mich immer. Dann hörst du labern. Du Geist. Aua! Oh, aua, Alter. Okay, wir haben Badass Irren am Start. Ich bin normaler Geist. Ich bin Bote Geist. Alter. Du hast vielleicht voll einen am Helm, Alter, aber alles andere. Weißwaffe. Ah, sehr schön. Und hier müssen wir den wieder Waffen abnehmen und die spawnen so unendlich nach, bis wir alle Waffen eingesammelt haben. Also wir können hier rein theoretisch ein kleines Erfahrungs. Nein, Zero! Ich seh's kaum. Nein, du siehst gar nichts kommen. Okay, ah. Ich hab gar nichts da, gell? Aber ihr dürft Sachen einsammeln tatsächlich. Selbstmörderischer Irrer. Den haben wir mal aus dem Leben rausgezeckt, den Jungen. Da oben ist irgendwo noch einer. Oh, guck mal, der Musi, der unterstützt uns auf Cheater-Basis mit seinem Action-Skill. Das finde ich cool. Ah, gar nicht. Ich bin Drehquen. Bitte? Nur damit den Leim zurückkriegt. Ach so. Ja, ja, aber die greifen trotzdem die Gegner an. Ja, aber nicht, wenn ich da verrichte. Anscheinend hast du tatsächlich mehr zu bieten als nur ein hübsches. Ich sehe ihn, eiskalt. Wenn er safe wie heißt. Scav. Ja, und jetzt ist er im Arsch, Alter. Jetzt hat er sich runtergetraut. Der hätte nicht von seinem. Ja, der hätte da nicht weg dürfen. Damit hat er sich jetzt selber ausgenockt. Okay. Hätten wir das Gebiet hier clear. Jetzt müssen wir den ganzen Scheiß wieder zurück. Hier ist noch eine tatsächlich. Alter, oh Gott. Monsuno ist richtig down, Alter. Ja, ich will schießen. Ich will irgendwann nicht schießen. Ich wollte dann schnell reden. Ja, warte, du bist ja eher als wir Waffen. Wir sind doch Monsuno. Nee, du bist doch eh tot. Wir nehmen das auf. Was macht ihr? Warum? Wir müssen doch das hier zurückbringen, den zweiten Platz. Erzähl, ich wollte ganz schnell reden. Weil ich schon da hinten. Ja, natürlich. Wir müssen ja die auch wieder hier die Waffen zurückbringen. Ich glaube, ich soll sie nicht mehr als Kreis teilen. Kreis ist dann so los, wenn wir machen. Wohin?
Das soll erstrecken auf 100 Folgen. Was geht da schneller? Wir müssen das hier hinbringen. Zero, du verstehst das. Ja, Ethan, dann sag mir. Ich hab's gerade schon 50 Mal gesagt. Ich werde du wahrscheinlich. Ich verstehe es einfach wahrscheinlich nicht. Mit der Schnellreise geht's schneller. Ja. Ja, aber wo Schnellreise? Wohin Schnellreise? Wir sind doch im selben Gebiet. Ich komme mir gerade richtig dumm vor. Wir sind doch im selben Gebiet. Oder was meinst du jetzt? Mach einfach fest. Ich hab's ja jetzt schon zurückgebracht. Zum Anneigerig, Bobby, willst du jetzt schnell reisen? Mach aus dir. Hab keine Angst, geh raus. Gut so. So. So, Rupf, Mondstein ist wieder da. So, habt ihr noch weiße Waffen? Nö. Ich hab meinen reingelegt. Okay, sehr gut. Sie haben als einer der herausragendsten Söldner der Galaxis Berühmtheit erlangt. Aber auch sie haben. Okay, dann wechseln wir jetzt die Quest. Zweiten Flats. Weggesappt, müssen wir kurz nach Concordia. Ja! Concordia! So, Springs. Zack. Gute Arbeit! Ich wollte deine Waffe eigentlich so modifizieren, dass sie Explosivgeschosse verschießt. Bringt jede Menge Spaß, wenn man richtig zielt. Aber Planänderung. Sie richtet jetzt Korrosionsschaden an. Willst du sie mal ausprobieren? Bitte. Spitze. Natürlich. Aber sei vorsichtig damit, okay? Hab neulich eine Ladung Kleppers geschossen. Da ist ein Echo. Ja. Das ist dumm. Ah ja, stimmt, wir müssen ja hier die Klepp... Ah, guck, der Zero, der ist schon voll am Start, Alter. Ah nein, eigentlich ist das doch für Musi die Quest. Hier geht's drum, Claptraps zu töten. Ja, aber ich darf nicht schießen, also. Super, komm zurück. Ein letztes Upgrade, dann kannst du den Laser behalten. Da fällt er. So. Hey, eine beschissene Sekunde mal. Mickrige Laserwaffen. Piu, piu, piu. Im Ernst? Das passt aber voll gut, dass du eine Laserwaffen haltest, meine Frau. Wie with you? Ich bin ganz Ohr. Ne? Kennt ihr da keiner von euch, gell? Ah. Heute ist Star Wars Talk. Alter. Ich werde speichern. Doch nicht. Korrekt. Wer hat sich jetzt da gerade wegge... mit der Sprungplatte noch? Ich? War das mit Monsuno, oder? Na. Was? Eine Musi? Ja. Blaues Schild, naja. Ist jetzt nicht so... Alter, warum... Null. Das Spiel war übel hart am Legen gewesen. Komm mal zu, nur Attacke! Aber nicht sterben! Ha, ha, ha! Fandest du den genauso gut wie ich? Also, du bist Eier! Nicht bewegen, nicht, dass du davon getroffen wirst! Obwohl das auch cool wäre! Oh, Amazuno! Komm mal, ich spring hoch! Oh Gott, auf wen bin ich jetzt da gelandet gerade? Ich mach schon. Bist du noch mit dem Laser unterwegs? Du brauchst ja ganz schön lange, bis du wieder da bist. Nicht antworten! Du bist hier an was viel Besserem dran! Stell den Fuchsel auf den Punkt, den dein Echo dir anzeigt! Immer schön aufs Echo hören! Immer schön aufs Echo hören, alle! Okay, wo ist das Ding? Das ist hier hinten. Ah! Oh! Huch? Ich dachte auch schon, da ist das Ende. Huch? Stell dieses Laserschutting neben den Funksender und dann in die Beine gehabt. Hier wird's gleich super Arsch. Verdammt, Essen. Mutsuno? Ja? Boah, Alter, wie knapp! Dass du die Show genießen kannst. Na los, ich warte nicht gern. Oh.
Braucht ihr ernsthaft diesen Schubteil oder was? Was für ein Schubteil? Ne, ich will nur dafür sorgen, dass meine Waffe nicht. Ich sag so schön, ich hasse dich. Wie 50 verdammte Fässer mit hochexplosivem Sprengstoff in einem Hauptschiff. Dass man in eine Waffe karren lässt, die wieder die Natur ist. Oh. Mal zu, nur geh mal schnell auf das Teil da drauf. Ich will wissen, ob man stirbt. Schnell, da drauf! Monsuno! Ich seh's nicht. Da, wo ich hinschieß! Egal. Ja, so wird's gemacht. Hiermit ernenne ich dich offiziell zum Botschafter der Explosionen! Warum habe ich das Gefühl, dass ich diesen Laser so schnell nicht wiedersehe? Du solltest dich was schämen. Der Botschafter der Explosionen. Monsuno, kann es sein, dass du das bist? Eventuell. Nee, du bist der Botschafter der Lootgeier. Nee, ist eine ganze Weile nicht mehr. Sivo, was ist mit deinem Stream passiert? Ich hab gerade einen Erfolg bekommen, ich bin noch umpassiert. Ah, okay. Okay, klappt. Nur mein Kistenspot schnell ausgeräumert. So. Ausgeräumert? Ja, ausgeräubert. Räubert, keine Ahnung. Scheißegal. Räumer ist eine Krankheit. Alter. Ich habe nicht gesagt ausgeräumert, sondern ausgeräumert. Alter. Räumer ist eine Krankheit, Alter. Alter. Alter Musi, Alter. Okay, ich habe noch eine weiße Waffe bekommen, ganz korrekt. Alter, der Musi. Concordia. Ist das mir doch schief? Doch, ich glaube schon. Also nicht in-game, ist klar, dass es der Monsuno auch checkt. Was? Superlizieren. In Anerkennung deiner Leistungen im Dienste der Explosionen überreiche ich dir diese total großzügige Belohnung. Ich will den Laser lieber. Monsuno! Ich wollte diesen Laser aufmotzen. Komm mal her! Schockschaden verursacht. Da gibt's jetzt hier eine, guck mal, den Shotgun, Alter. Feinden im Handumdrehen knacken oder sie richtig schön tanzen lassen können. Boah, lol! LOL! Muss jetzt, guck mal, das ist der Trick 17. Geh! Oh. Perfekt. Lad auf. Und jetzt kann ich nicht mehr wandeln. Nee, also pass auf, ich hab 1, 2, 3, 4 Waffen. Also pass auf, ich klatsch geschwind die 3 Pistolen rein. Eine brauchst du, hast du gesagt, eine, ja? Eine blaue, ja, bitte. Ja, eine blaue habe ich noch. Und jetzt Trick 17. Ah ja. So. Hast du deine blaue Waffe? Die ist vom Level her auch gar nicht so schlecht. Zero. Er drückt sich einfach direkt vor, Alter. Scheiße. Monsuno, was bist denn du jetzt so aggressiv hier? Hör auf! Lol, bin ich gegen den? Ja, tatsächlich! Lol. Was denn? Was ist geil? Wenn er räuchelt. Okay. Zu den Waffen haben wir noch, weil also ich habe eine weiße Waffe am Start. Ich hab keine. Scheiße. Nope. Monsuno, du auch nicht, oder? Was? Weiße Waffe? Scheiße. Okay. Ah, guck, der Musi, der macht das richtig.
wo auch immer der Erbse hinrennt? Ich weiß gerade auch nicht. Und bei den Automaten hier habe ich Real Talk meine erste Legendary bekommen in dem Spiel. Das war bevor ich das mit den Oskids gemacht habe. Boah, 149er Jacob Sniper, Alter. Boah, Alter, ist nicht schlecht. Kann ich kaufen. Ja, scheiße. Ja, also bei, wegen mir kann man porten. Perfekt. Outland Spurs. Alter, ne, Spur. Spur. Ha, Montuno, bist out of Spur. Ne, keine Ahnung, sorry. Keine, ich weiß nicht, was das war. Scheiß drauf. Flach wird's in coming oder was? Ja, wahrscheinlich. Aber ganz flach. Drakensberg ist ein tolles Schiff. Ex-Dahl-Fregatte, weißt du? Ah ja! Sie steckt voller Technologie. Na komm ran! Nein, ich hab den nicht mehr! Fuck! Da hab ich den vorher irgendwann verkauft, scheiße. Aber das wird sich jetzt ändern. Ja, du hast vorher gesagt, ja, ich nehm gleich! Das war so gefühlt vor einer Stunde. Ja, du bist du nicht so auf Rücken hier ran? Fuck it, na sorry, mein Fehler. Kann das sein, dass der Monsuno und der Musi hier voll mitbattlen? Kann das sein? Nein, wir verstehen sie auf dem Dach. Okay, dann habe ich echt einen absoluten Knick in der Optik. Alter, was ist denn los mit mir gerade? Ich hätte schwören können, dass ich Musi da drauf schießen hab, gesehen habe. So. Hallo, wie? Ich hoffe nicht einmal ein Wopfen. Ja, deswegen sage ich doch, ich habe keine Ahnung, was mit mir gerade los ist, Alter. Irgendwie Optik echt komplett fürs Arschloch, Alter. Mein, ich fange an Sachen zu sehen, das ist nicht gut so. Warst du mir jetzt echt hinterher, Monsuno? Ja, der ist sein bester Freund. Oder besser gesagt, du bist sein bester Freund. Ja, fix. Gut. Okay, Kriegen ist kein Problem. Also, Erbse, voll rein, oder? Ach nö. Oh, Musi, was machst denn du da unten? Wer ist der Köder? Ja, und du bist der Köter. Das Problem ist, ich habe meine Checks aktiviert. Weil die Langkraft hat. Oh, geil. Oh, Scarf-Bestie. Au. Okay, das sieht jetzt nicht gut aus hier gerade. Danke. Ah. Oh, Alter, aua. Okay, wir... Oh, nochmal weiße Waffe, sehr schön. Müsste ich glaube ich, da 3 oder 4 Stück haben. Aber es ist krass, dass man braucht halt echt 50. Okay, nice. Gut, ihm voll übers Gesicht mit dem Ding. Mann! Hast du ihn? Nee. Jetzt haben wir. Sehr gut. Puh. So, dann sammeln wir uns hier schnell. Großen Bärsten abgestürzt, heißt es. Jetzt leben dort ein paar übel riechende Skeffs, angeführt vom Bootsmann und seiner Freundin, genannt der Skipper. Komischerweise weiß niemand, wie die aussieht. Jedenfalls, sieh zu, wie du eine weiße Waffe. Sehr schön. Wollten wir uns nicht hier kurz sammeln, Herr Musi? Also, da ist schon jetzt verschwitzt. Ja, aber Simo, da bleiben. Simo. Ich wollte gerade Musi wiederbeleben. Ja, dann triggern aber alle. Das hat er Musi jetzt schon richtig gemacht. Jetzt ist er down gegangen und jetzt da sind die nicht mehr getriggert. Er kommt ja hier direkt wieder raus. Naja, ihr kennt ja genau, mein Kamen Katze lässt sich eingeschlafen. Mama. Okay, Mama. Mama. Montuno! Ich will ein scheiß Foto machen jetzt, Mann. Ja, aber bleib mal vor mir so sitzen, das kommt nicht schlecht. So. Musi! Bleib doch einfach mal. Kannst du dich wieder hier so hinsetzen? Das war echt gut. Okay, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, das war's für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank, Jungs, dass ihr dabei wart. Macht's gut, meine lieben Freunde. Bis übermorgen. Bleibt zaubern, haut rein, bis dann. Tschüss.